Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Thema dieses Lernvideos ist das Rumpfskelett. Wir werden zunächst einmal die drei Untereinheiten des menschlichen Skeletts wiederholen und im Anschluss werde ich dir das Rumpfskelett vorstellen, was dazu gehört, wie es aufgebaut ist und welche Funktionen es erfüllt. Fangen wir einmal mit der Wiederholung an. Das menschliche Skelett, das hat drei Untereinheiten, einmal das Kopfskelett, das wird auch Schädel genannt, dann einmal das Rumpfskelett, um das es heute geht, und schließlich das Gliedmassenskelett. Genau. Ja, kommen wir erstmal dazu, was ist überhaupt das Rumpfskelett, aus welchen Teilen besteht das überhaupt und wo findet man das an seinem eigenen Körper? Das Rumpfskelett, das besteht aus quasi deinem Bauch und Rücken inklusive dem Hals. Und schließt den Schädel und die Gliedmaßen, also die Arme und Beine, das Becken und die Schultern aus. Ja, und da wären wir auch schon bei den Bestandteilen des Rumpfskeletts. Man unterscheidet einmal die Bauchseite und einmal die Rückenseite beim Rumpfskelett. Kommen wir einmal zur Bauchseite. Die Bauchseite besteht aus dem Brustkorb und den dazugehörigen Rippen. Da gibt es einmal das Brustbein, das Schlüsselbein und den ersten Brustwirbel. Dann die ersten bis siebten Rippen, die werden als echte Rippen bezeichnet, da sie in direkter Verbindung zum Brustbein stehen. Und einmal die achten und zwölften Rippen, die auch als falsche Rippen bezeichnet werden, da sie nicht in direkter Verbindung zum Brustbein stehen. Auch Bestandteil des Brustkorbs ist der Handgriff und der Brustbeinkörper. Ja, kommen wir zur Funktion der Bauchseite des Rumpfskeletts. Und zwar dient der Brustkorb einmal der Stabilität, dass er unseren Oberkörper Stabilität erteilt. Und auf der anderen Seite auch der Brustkorb mit seinen Rippen schützt auch die darunterliegenden Organe, wie das Herz oder die Lunge oder Milz, Leber, dass wenn wir hinfallen oder einen Unfall haben, dass die nicht direkt beschädigt werden, diese Organe. Genau, das zur Bauchseite. Kommen wir zur Rückenseite oder zur Hinterseite. Die wird aus der Wirbelsäule gebildet und die besteht aus den 7 Halswirbeln, den 12 Brustwirbeln, den 5 Lendenwirbeln und Kreuz- und Steißbein, die so weit unten liegen, dass die schon ins Becken hineinragen, nicht Bestandteil des Beckens sind, aber eine Verbindung mit dem Becken eingehen. Genau, diese Bestandteile der Wirbelsäule waren einmal von oben bis unten aufgelistet hier. Genau, oben die Halswirbel und ganz unten das Steißbein. Zu den Funktionen der Wirbelsäule. Es dient auch der Stabilität des Körpers. Dann der aufrechte Gang. Wir als Menschen können aufrecht gehen. Das ist möglich durch unsere Wirbelsäule. Die Wirbelsäule ermöglicht auch, dass wir unseren Körper und unseren Hals drehen können oder auch nach vorne und zurück beugen können. Und ja, dazu ganz wichtig zu sagen, dass einmal die Halswirbel und die Lendenwirbel die beweglichsten Wirbel sind an der Wirbelsäule und die Brustwirbel am unbeweglichsten. Die sind fast gar nicht beweglich. Genau. Ja, da wären wir schon am Ende dieser Einheit Rumpfskelett. Du kannst nun in den Übungsaufgaben dein Wissen testen und anwenden. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erfolg. Wir sehen uns in einem neuen Lernvideo. Bis bald!